Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel X-Rebirth, die 1-Stunden-Version. Tada! Ja, in der letzten Folge, ja, hier sieht man die Balor, hat 92% Hüllenenergie oder Hüllenschaden, nee, Hüllenenergie, okay. Ja, und die Rahanas ist mir gefolgt, unerlaubterweise, habe ich ja eigentlich nicht befohlen. Ich habe sie mal hierher geschickt und ihr den Befehl gegeben, warten, also Position halten. Warten wir schon, ob das nochmal geht. Position halten. Wählen. Verstanden. Halten uns bereit. Sehr gut, und dann bleibst du auch. Und nervst mich nicht. So, ich bin jetzt. Ups, ich bin hier. Okay, alles gut. Ich wollte eigentlich noch eine Xenon. Sektor finden. Das sollte irgendwo hier oben noch sein. Und ja, ich bin jetzt gerade hier das rote, halt rot. Das ist letzte Glut. Und der nächste sollte hier oben sein. Das nächste System meine ich, nicht Sektor. System, genau. Also ein bisschen nach links bewegen, also in diese Richtung. Und los geht's. Fliegen wir einfach mal ein bisschen voran. Die letzte Folge hat ja ungefähr genauso gestartet. Und dann habe ich eine Xenon-Station gefunden und etliche Xenon-Schiffe und ja. Mal schauen, was mich hier noch erwartet. Vielleicht finde ich ja irgendwo hier ein paar Schiffe, die. Oder ein paar. Eins wäre schon gut. Ein Schiff, das ja einfach so rumschwebt, was man quasi so gratis bekommt. Mal schauen. So, Schildenergie ist wieder aufgeladen. Oh, da ist Besuch. Jagdstaff. Wo? Wer bist du? Wasserstoffsammler. Okay, warte mal, den folge ich mal. Der fliegt jetzt volle Kanne durch den Asteroiden, oder? Peng! Natürlich. Da angegriffen. Hier sind die Xenon. Okay. 35 Kilometer entfernt. Und die sind 26 Kilometer entfernt. Okay. Warte mal, Balor, wo bist du? Okay, ich bin schon zu weit weg von der Balor. Dass ich ihr jetzt irgendwie einen Befehl geben könnte. Balor, Balor. Nee. Ui, Paloa, na Befehl. Hier ist leerer Raum, okay. Dann fliegst du daher oder daher, ein bisschen außerhalb. Bin mal gespannt. Wie weit sind die entfernt? 30 Kilometer. Okay, die fliegen anscheinend weiter weg. Nee, die kommen wieder näher. 29 Kilometer. Alles gut. Bisschen Turbo. Vielleicht finde ich irgendwie irgendwo wieder so einen Frachtcontainer. Wow. Hey, krass, alle fliegen durch Asteroiden. Was ist da los? Plasmasammler, Midir. Okay. Wo fliegt der hin? Vielleicht gibt es da vorne Plasma oder Eis. Ein Überfluss, dass man da unbedingt hin muss und sich ja hier ein feindliches Gebiet aufmacht. 22 Kilometer, okay. So, kurz mal checken. Die Balor ist anscheinend. Ups, direkt neben mir. Okay. Dann Balor. Na, Befehl. Huch, wo fliegst du hin? Flieg daher. Okay, 19 Kilometer. Warum fliegen die nach links? Ist da irgendwas?
Ich sehe da bloß Felsen. Bleib mal hier in der Nähe von dieser Asteroiden auf der Seite. Kilometer entfernt, okay. Ist immer noch weit genug. 19 Kilometer. Ja, die haben mich gar nicht bemerkt. Sehr gut. Balur sollte auch gleich kommen, oder? Die steht. Fliege nach Lehrerraum. Ah, die ist immer noch unterwegs. Will das wieder ausrichten? Die Xenon sind jetzt 22 Kilometer weit weg. Oh, ich liebe auch so solche Folgen, oder solche Missionen. Oh je, solche Container liebe ich natürlich auch noch. Was ein bisschen ruhiger ist. So, schauen wir mal, was da drin ist. Du hast 4 Schlösser, ah, wie gemein. Oh, okay, das war blöd. Das war richtig blöd. Ein bisschen zu früh geschossen. Da vorne ist irgendwas. So rötlich. Oh, da ist natürlich auch was. 65 Kilometer weg. Ja, okay. Tut mir nichts. Also noch nicht. Ha. Kannst mal schauen. Checken. Balur. Balur. Na, Befehl. Und folgt ihr mich einfach? Ja. Zur Position fliegen. Verstanden. Alles gut. Was war es? Sekunde. Achso, nee, doch nicht. Hier ist wieder ein Abbauschiff. Fetthelm. Okay. Da vorne ist doch was. Erreiche XZ Beta. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Könnte ich anklicken da vorne? Das ist eine... Oh. Gefährlich. Eine Xenon-Station, aber sowas von. Ich fliege jetzt ein bisschen weiter weg. Da vorne ist das Abbauschiff, oder? Ja. 40 Kilometer entfernt, aber immer noch schnell genug, dass wahrscheinlich nicht erwischt wird. Hier sind überall so Angriffs- oder Verteidigungsplattformen. Hey, krass. XZ Beta, ja genau, das war der Sektor, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Alles gut. Die Verteidigungsanlagen schießen noch nicht. Oh, doch, sie schießen. Ich verdrück mich mal wieder. So, wo ist meine Palur jetzt? Da vorne. Stopp. Melde mich wie gewünscht, Sir. Ein Befehl, fliege nach. Verstanden. Stehen bereit. Nicht so weit. Ui, das ist ja fast ins Auge gegangen. Ich weiß nicht, ob die Balur eine Chance hat gegen diese ganzen Verteidigungsanlagen. Egal. Ja gut, dann... Fliege zur Heimat des Lichts. Okay. Ja, dann nehme ich mal mein Taxi. Ja, mehr wollte ich eigentlich hier nicht erkunden, denn es ist immer das Gleiche. Kehre zurück zum Schiff. Ja, hey, nee, brauche jetzt nicht. Na, hier die Kisten haben wir alle schon durchwühlt. Na, hier noch nicht. Rampenanzüge. Hey, kann man verkaufen. Hier ist nichts drin. Also, nichts Wertvolles. So, ich wollte hier eigentlich die Quest machen, die eine. Aktive Mission.
Sammlung von Informationen benötigt. Xen Waffenplattform 4. Okay. Als aktuell setzen. Leitsystem. Halt. Nein. Aktivieren. Genau. Und jetzt soll ich wohin? Nee, nicht mehr kartografieren weitermachen. Nee, nee, nee. Nein, aktivieren. Hey, okay. Wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh, ganz weit weg. Darüber? Durch das Tor? Was? Wo? Da oben gibt es Xenon-Fraktionen. Das habe ich nicht gewusst. Cool. Oder nicht cool. halt, nee, 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 Sekunde. Weg, weg, weg. Bist du der Captain? Ja, du bist der Captain. Hallo, Sir. Nett, Sie kennenzulernen. Na, Befehl. Fliege nach. Bring mich zu. Rauszoomen, rauszoomen. Jetzt muss ich daher. Hämmer des Lichts. Genau daher. Westtor. Ja, das ist eine gute Frage. Wo jetzt genau hin? Nee, egal. Erstmal dahin. Wählen. Verstanden. Okay, es schlägt das Schiff hoffentlich den richtigen Kurs ein. Vorne ist da, glaube ich. Hui. Jetzt geht's gleich voran. So, die Rahanas ist hier. Hat hier ein Geleitschiff. Rahanas. Neuer Befehl. Okay, gehen wir zurück an Bord. Der Albion Shank. Erreiche erster Schritt. Erster Schritt, ja, alles gut. Übertrage neue Koordinaten an uns folgen. Nee, ich wollte jetzt zu Soltor. Erreiche Soltor. Achso. Ach, so schnell geht's. Erreiche erster Schritt. Was? Bin in die falsche Richtung unterwegs? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Jetzt bin ich in... Ne, jetzt bin ich falsch. Müsste ja andersrum. So, jetzt stimmt's. Müsste in diese Richtung, oder? Ja, so ein bisschen nach links. Da ungefähr hin. Passt. Kann ich da Palur sagen? Ich grüße Sie, Sir. Wie kann ich helfen? Du folgst mir. Ihnen folgen, Sir. Sir. Alles gut, Sir. Was ist da rechts? Das ist auch irgendeine Struktur. Ist vielleicht schon diese Station, was ich gemeint habe. Ich gehe ein bisschen Turbo. Erreiche Soltor. Was ist hier? Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Achso. Soltor. Wer oder was bist du? Ah
Ah ne, hier war ich ja schon. Ich muss jetzt weiter. Und zwar kurz mal checken. Ja genau, jetzt passt. So ein bisschen in diese Richtung und dann bin ich auf dem richtigen Weg. Kurz nochmal was anderes checken. Was ist hier? Ankergrund. Ne, hier das Tor habe ich auch schon entdeckt. Das da. Egal. Oh, was ist hier? Kurz auch noch zur Soul-Tour. Kann mich gar nicht übersehen, so eine große Station. Kurz mal reinscannen. Zellen, Ladeanlage, okay. Das erste Station seit, weiß nicht, seit zwei Folgen, oder seit drei Folgen, was ich jetzt mal wieder finde oder sehe. Hey, da vorne ist gleich die nächste. Hui. Ja. Was ist hier unterwegs? Ein leerer Raum? Nee. Achso. Okay. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Tränenreich. Ja, genau, hier bin ich richtig. Hier müsste es theoretisch vier Stationen geben. Erwarten neue Anweisungen, Sir. Was? Wer? Wo? Wie? Das war die... Die Rahanas, oder? Na, egal. Hier sind Stationen, da sind zwei Stationen. Ui, Entschuldigung. Hör mal Schild. Da muss ich unbedingt aufpassen. Ist ein paar Xenon. Ja, genau, wie vermutet, Xenon-Schiffe unterwegs. Wo ist eigentlich meine... Balur. Achso, die ist schon wieder unterwegs. In meine Richtung, sehr gut. Bin ich stolz. Ich will auch was abschießen. 8 Kilometer, noch ein bisschen zu weit entfernt. Ja, schade. Hey, war ich das? Nee. Kann nicht sein. Hat doch irgendjemand den treffen? Ah, schade. Metallschrott, ja. Kann man immer gebrauchen. Ja, genau, da hinten sind die anderen zwei Stationen. Huch. Hallo, was machst du da drüben? Egal. Gibt's hier vielleicht irgendwas Interessantes oder eher nicht? Hier sind einfach ganz normale Stationen. Bloß aufpassen, dass ich nicht wieder einramme. Tränenreich. H2O Anreicherungsanlage. Oder Anhl 1. Hey, wieder einiges freigeschaltet. Tada. Orientieren. Diese Richtung vielleicht nochmal. Kurz mal hier reinschauen. Normalerweise gibt es in jedem Sektor irgendwo ein Schiff, was quasi so rumirrt. Aber das hätte ich bestimmt schon gefunden. Ha, schade, dann halt nicht.
Dann halt nicht. So, Palua, wo bist du? Ich glaube, irgendwo da vorne, oder? Ja, ja, weiß ich doch. Palua. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Da bist du. Ja, ein bisschen weiter rechts und dann muss ich theoretisch genau auf die Balur stoßen. Hey, da ist was. Hoffentlich zerstört den Container nicht wieder. Das wäre schön peinlich. Hey, genau wie der letzte. Wieder vier Schlösser, die wo alle auf einer Seite zu finden sind. Komm, dreh dich nicht so schnell. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jawoll! Oh, das war ganz knapp. Staubsauger. Okay, ja. Raumfliegen, Tabak. Egal. Ja, noch besser wie gar nichts. Jetzt kann man alles wieder verkaufen. Apropos verkaufen. Ah, das ist natürlich sehr wichtig. Was ist das da? Hier war irgendwas Grünliches. Achso. Eine Anomalie. Wo ist meine Palua? Da vorne. Bleibst du stehen? Ich gehe mal schnell hier an die Station rein und verkaufe mal ein paar Sachen. Es brennt natürlich ein Schwarzmarkthändler. Obwohl, ich muss nicht unbedingt in die Station rein. Oh. Hier, dann vergesse ich es wieder. Händler. Schrotthändler, Weltraum. Ich brauche einen Schwarzmarkthändler. Schrotthändler. Bergbauzulieferer. Ja, egal, nehmen wir. Halt. Den da. Hallo Pilot. Was kann ich für Sie tun? Silikatgestein. Verkaufe ich dir. Haben Sie noch einen Wunsch? Goldnuggets. Obwohl, Sekunde. Shift I kann irgendwas craften. Das ist die Frage. Das kann ich nicht craften. Hier fehlt noch einiges. Hier fehlt immer noch einiges, oh Gott. Hier sowieso. Das könnte ich craften, oder? Ja, rotes Wasser. Albion Tabak. Was könnte ich herstellen? Okay. Könnte ich auch nochmal herstellen. Albion Visa, Blanco ID Card. Ey, ey. Hat illegale Sache. So, versuchen wir es nochmal. Halt. Bergbauzulieferer. Egal, nehmen wir den da. Handeln mit. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Goldnuggets. Diamantsplitter, ja, da kriegt man immer gutes Geld für. Hui! Eine halbe Million schon. Artefakte. Ne, die behalte ich erst einmal. Shit. Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Ah, ich habe was vergessen. Sekunde, haben wir gleich. So, bestätigen. Sehr gut. Dann brauche ich einen Händler. Nee, ich hasse das Menü. So, versuchen wir es einfach nochmal. Händler. Schrotthändler. Ja, egal. Nehmen wir den da. Sondermüll. Metallschrott. Kaufe ich dir ab. Wie kann ich Ihnen noch helfen? Schiffswrack. Verkaufe ich dir. Ja, das sowieso.
Boah, 716.000 Metallic-Gierungen. Ne, die behalte ich. Sehr gut. So, was haben wir noch? Händler. Weltraumfarmer. Laufen Sie nicht vorbei. Ja, genau, die Raumflieger. Ganz wichtig. Verkaufen. Verkaufen. Mikroorganismen. Wer braucht die schon? Pestizide. Oh, krieg 2,5 Millionen. Für den ganzen Schrott. Nahrungsmittelhändler, ja, nehmen wir den da. Gourmet-Sachen. Wie gesagt, die brauchen einen Schwarzmarkthändler. Oder. Nee, vielleicht kann er hier schon alles verkaufen. Whisky. Na komm. Rotwein. nochmal eine halbe Million. Jetzt habe ich 5. Ja, 5 Millionen auf dem Konto. Sehr schön. So. Check ich nochmal mein Inventar. Illegale Sachen. Rotes Wasser. Schleier, also Geschenk, ah, okay. Warum leckt das so? Albion Visa. Blanco Frachtpapiere. Ja. Na gut. Zum Speichern zwischendrin. Irgendwas überschreiben. Passt schon. So, wo bist du? Da bist du ja. Okay, ein bisschen Schubrakete. Ja, genau, hinter den Eisasteroiden. Also gut versteckt, aber wow. Ich hab's trotzdem gefunden, ne? Und. Andocken. Ne? Ja, ja. So. Balur, na, Befehl. Bring mich zu, wählen, Galaxie, dahin, 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 ja, passt schon, einfach da hier, verstanden, und auf los geht's los, oder geht's weiter, ui, dreht sich aber schnell, ist klar, die muss jetzt zum Sprungtor. Kann ich hier jetzt eigentlich auch handeln? Geht das? Hallo Pilot, was kann ich für Sie tun? Soll ich sogar gehen? Cool. Ich dachte, ich wäre zu weit entfernt. So, kurz mal checken, wo fliege ich jetzt überhaupt hin? Ja genau, einmal hier zum Sprungtor. Dann sind wir eh schon auf dem richtigen Weg. We'll be right back.
Verstanden. Stehen bereit. Sehr gut. Jetzt sage ich mal nach Hannas. Wo bist du? Der Befehl. Fliegst auch daher. Ja, Sir. Okay, jetzt kann ich endlich hier runter von dem Schiff. Endlich wieder in mein eigenes Schiff einsteigen. Ein Spiel wird gespeichert. Sehr gut. Speichern ist nicht schlecht. Und los geht's. Das heißt, also, nichts passiert. Wer ist hier? Kurier, okay. Kurz mal stehen bleiben. Halt, stehen bleiben. Ein paar Schwarzmarkthändler. Da kann ich noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, dann muss ich unbedingt auf eine Station. Hilft nichts. Gehen wir mal auf die Station. In der Hoffnung, dass mich die Polizei jetzt nicht gleich sieht. Hier. Hier könnte es einen Schwarzmarkthändler geben. Dies ist die Jawohl. Skippe ich einfach mal. So, einmal hier durchlaufen. Schwarzmarkt. Hier ist noch irgendwas. Credits. Kann man immer gut gebrauchen. Hier ist kein Schwarzmarkthändler. Du bist ein Waffenhändler. Was kann ich Ihnen anbieten? Achso, nee. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Absolut. Na, die ganzen Raketen benutze ich doch selbst, oder? Wäre schön blöd, wenn ich das verkaufen würde. Pilot. Rekrutierungsoffizier. Nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir alle nicht. Geht's hier weiter? Achso, halt. Da bin ich hergekommen, oder? Nee. Warte mal eine Sekunde. Ich wollte ja in diese Richtung, genau. Kannst du mir checken? Wow, was war das? Schwarzmarkthändler. Bist du einer? Nee. Sind meistens ein bisschen. Pilot? Nee. Bisschen versteckt. Hier ist eine Kiste. Nichts drin. Auch gut. Haben die vielleicht alle Schwarzmarkthändler eingesperrt oder wie? Schrotthändler. Hallo Pilot. Was kann ich für Sie tun? Metallschrott. Ja. Achso, 13. Haben Sie noch einen Wunsch? Nur keine falsche Bescheidenheit. Nee. Möge das Glück kann nichts gebrauchen. Halt, gehen wir nach oben. Und jetzt irgendwo. Händler, Schrotthändler. Aber ich kann einfach mal nachfragen. Hallo, Pilot. Hallo. Gibt es etwas, bei dem ich Ihnen helfen kann? Feind des Profits, verschwinde. Was? Verschwinde? Okay. Dann fragen wir dich mal, Schiffstechniker. Hallo, Sir. Vielleicht kann ich Ihnen einige meiner Maschinenteile eher verkaufen. Gibt es etwas, was nee, das behalte ich. Kartografieren halt. Verkaufen. So viel Schrott dabei, so viel Zeug, was ich eigentlich nicht brauche. Waffen, Schnittstellen, Chips. Verkaufen. Stasiskammern, für was denn? Das sind gute 115.000 Credits. Das brauche ich alles. Ne, den Rest behalte ich. So, wo finde ich? Weg zu Händler. Meer. Gibt es vielleicht hier keinen Schwarzmarkthändler? Mögen alle ihre Geschäfte großen Profit bringen. Ja, alles gut. Kurz mal hier reinschauen, was habe ich noch alles? Achso, das ist meistens schon verkauft, egal. Ach. Ja, egal, die werde ich wieder finden. Waffen, Schnittstellen, Chips.
Ich brauche hier. Das Wichtigste verkauft. Den brauche ich noch, den beschädigten Sprungantrieb. Ja, Albion Visa, das würde ich unbedingt verkaufen. Vielleicht kann ich Ihnen einige meiner Wachen zeigen. Ja, genau, die kaufe ich wieder. Hier haben wir 20 Stück. Gibt es etwas, was wir haben? Ja, ja, passt schon. Mögen alle ihre Geschäfte großen Profit bringen. Das geht wieder an Bord. Fahre mit dem Kartografieren des Gebiets fort. Nee, danke. Ich mache jetzt was ganz anderes. Bisschen einschleimen. Aha, nee, natürlich nicht. Das sind jetzt zwei Schiffe, oder? Eins und... Wo ist das zweite? Da drüben. Ja, warte mal. Genau, bleibst einfach mal hier stehen, das passt schon. So, ich bleib jetzt auch mal hier stehen. Aktive Mission. Warum springt es denn weg? Als aktuelles Sitzer. Fliege zu District 3. Warum zu 3? Ha, egal, egal, es geht hier schnell. Hier durch den Highway. Verlass den Highway in 150 Kilometer. In 100 Kilometer, 50, 40, 30, 20, 10, raus. Wow, es leckt. Und jetzt soll ich allen... Ja, jetzt halt die Klappe. Und jetzt soll ich allen Ernstes... 1283 Kilometer in die Richtung. Wer bist du? Feind. Ja, der wird abgeschossen, oder? Polizei ist unterwegs. 1200 noch was Kilometer in diese Richtung. Das ist ja ewig weit. Das ist mal richtig, richtig weit. Ja gut, dann fliege ich da mal hin, oder? Dass sie sich so fachmännisch um unsere Feinde gekümmert haben, die unsere Station angriffen. Ja, kein Problem. Passt schon. Jetzt sollten wir speichern. Speichern. Überschreiben. Sehr gut. Fliege zu Xen Waffenplattform 4. Okay, werde ich schon irgendwie hinbekommen. Hier blinkt auch was. Ist vielleicht einfach nur Signal oder ein Anfang vor den langen Weg dahin? Könnte fast sein, oder? Ach ja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen kurzen Cut. Oder so eine kurze beschleunigte Aufnahme. Also vom Anfang, also wie ich jetzt losfliege und vom Ende, wie ich da ankomme, weil das ist doch eine ganz schöne Strecke. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Hi Leute, willkommen zurück. Ja, wie ihr in den kurzen Timelapse-Aufnahmen gesehen habt, ich habe zwischendurch eine andere Zone entdeckt und zwar... hier, Nirin-Vertrag. Gehört auch noch hier dazu, ist bloß ein bisschen weiter weg und ja, ist quasi so ein Asteroid, wo Bergbau betrieben wird und ja. Ja, ursprünglich waren es über 1200 Kilometer, nun sind es 60 Kilometer. Hier sind einige Xenon unterwegs. Jagdstaffel N, M, nochmal M. Ja, und ich gebe ein bisschen Schubrakete. Ich hoffe, dieses Format gefällt euch, also quasi mit ein bisschen Musik zwischendrin und so ein bisschen langweilige Passagen quasi mit Musik überdecken, dann ist er wirklich nicht so langweilig. Und ja, ich habe das Video bereits bis hier schon geschnitten und habe festgestellt, ja, das ist eigentlich gar nicht so eine blöde Idee. Ja, zurück zum Spielgeschehen. 36 Kilometer, kann ich das schon anvisieren? Ja, kann ich. Was und das heißt, das soll ich scannen oder wie? Hat hier einige Schildgeneratoren, wie man sieht. Hier einige Kanonen, okay. Hier ist eine Xenon-Station, eine größere. Okay. Wir sind logischerweise auch Xenon unterwegs. Und meine ursprüngliche Aufgabe war es, aktive Mission, ja, ich soll einfach bloß dahin fliegen. Hört sich jetzt einfach an. Oh, Xenon. Überall Xenon. Ich würde mir sagen, ich speichere mal schnell. Ich habe nämlich noch nicht gespeichert. Ja, leerer Raum. Ah, interessiert keinen, kann man immer überschreiben. Oh. Auch Xenon, ja, 57 Kilometer, ist weit genug weg. Schauen wir mal schnell dahin. 11 Kilometer. Oh, die werden aktiv. Ja, okay, das geht schon. Ich habe ja gespeichert. Sonst versuche ich es einfach an der gleichen Stelle nochmal. Weite Ferne, ja. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Nein. Ich hoffe, dass die Balor nicht hierher fliegt. So, wie gehe ich da am besten ran? Der ist noch weit genug weg. Oh, 7 Kilometer ist auch nicht gerade die Welt. Ich sollte das Teil skinnen. Ja, genau, das habe ich vermutet. Der fängt an zu schießen. Slalom fliegen, nicht treffen lassen. Scanne 35%. Aber meine Schilde halten doch einiges aus. Sehr schön. Ich wusste, dass sie mich nicht enttäuschen würden. Und jetzt weg. Lief wie am Schnürchen. Okay, da ist noch einer unterwegs. Flieg ihr mal da weiter raus. Dann erwischt er mich nicht. Mission abgeschlossen. Ja, so schnell geht's. Ist jemand hinter mir her? Nein, zum Glück nicht. Okay. So, wie kommen wir jetzt wieder nach Hause? Balor, holst du mich ab? Balor, na Befehl. Zur Position fliegen, wählen. Bisschen weiter weg. Er fliegt daher. Bestätigen. Verstanden. Der wird sie dann hoffentlich wieder treffen. Das war die ganze Mission, wie einmal das Teil scannen. Meine Schilder haben doch einiges ausgehalten. Ich wurde gleich zwei, dreimal getroffen. Das heißt, bin ich gleich weg, weit genug weg, oder? Von der Xenon.
Ja, auf jeden Fall. So, Palua, wo bist du? Halt, hier bist du wahrscheinlich. Ja, sie macht sich auf den Weg, sehr schön. Schaut's aus, immer noch 92% Hülle. Warum? Kann der Techniker den nicht weiter reparieren oder wo ist dein Problem? Hier gibt es auch noch etliche Sektoren, Systeme meine ich. Ich bringe das alles immer so ein bisschen durcheinander. Aber da will ich jetzt nicht unbedingt hinfliegen, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Bin mal gespannt, wo die Palua entlang fliegt. Ob die jetzt direkt zu mir fliegt oder sich jetzt irgendwie eine Route über die anderen Systeme, Zonen meine ich. System wäre das. Genau. Über die anderen Zonen sucht. Oder wie fliegt die jetzt? Halt leerer Raum? Nein, leerer Raum. Palua? Nein, schon zu weit weg. Die Ausrottung. Genau, da ist die Palua. Oh, es sind etliche Xenon unterwegs. Die haben da irgendwie ein Schiff zerstört. Ich bin gerade irgendwo im Nirgendwo. Vielleicht ein bisschen mal in diese Richtung. Schubrakete. So, keine Ahnung, wo ich gerade hinfliege. Ups. Ups, ich fliege ja ganz woanders hin. Ich muss ja hier darüber. Da war die Position, was ich der Palua gegeben habe. Ja, okay. So auch nicht wirklich. Palua, wo bist du jetzt? Nein. Huh? Wo fliegt die jetzt hin? Das ist falsche Richtung. Die sucht anscheinend einen Weg irgendwie daher. Auch gut. So, die Palua ist gerade in Sichtweite. Palua, würde ich sagen, der Befehl. Position halten. Verstanden. Stehen bereit. Wo ist die Palua? Ein bisschen weiter rechts von mir. Hier irgendwo, oder? Ich bin zu hoch, deswegen. Hier müsste sie sein, oder? Oder? Na, Palua, wo bist du?
Na, wo bist du? Bin ich jetzt komplett falsch? Ja, ein bisschen weiter links. Ist irgendwo da vorne. Leerer Raum. Ah, da ist sie ja. Mein Taxi, sehr gut. Oh, da drüben ist ein Xenon-Minenfeld. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Sehr gefährlich. Na, kurz mal checken, was hat die? Achso, immer noch 100%. Okay, okay, alles gut. Alles gut. Captain Andy Gusta. Ja gut, dann... Oh, eine neue Sache. Nee, leer. Alles leer. Ja gut, Captain. Hallo, Sir. Es ist schön, sich persönlich unterhalten zu können. Fliege nach. Bring mich zu. Nee, nicht District 3, bitte. Da würde ich gerne hin. Nee, da zurück. Zu Position fliegen. Das ist ja besser als District 3 direkt auswählen. District 3. Können einmal daher. Oder nee, halt, wo ist Schiffswerft? Schiffswerft ist District 5. Das müsste Schiffswerft sein. Na komm. Ah, das... Nee. Genau, einmal daher. Bestätigen. Jawohl. Sehr gut. Dann einmal zu District 5 und bitte unbeschädigt, wenn es geht. Kurz mal checken. So sieht das Ganze von außen aus. Dreht sich erstmal in die richtige Position. In der Hoffnung, dass sie nicht wieder alle Asteroiden mitnimmt, was sie unterwegs findet. Ja, jetzt dreht sie einmal nach rechts rum. Und dann müsste auch gleich der... Ups, der Asteroid explodieren. Nee, natürlich nicht. Dann müsste der Antrieb zünden, ne? Na komm, heute noch. Anscheinend ist das der richtige Weg. Fahre mit dem Kartografieren des Gebiets fort. Ne, das werde ich gleich mal deaktivieren. Aktive Mission. Schwer. Abbrechen. Hat diese eine Mission noch offen. Was? Irgendwas habe ich eingesammelt. Sekunde, das haben wir gleich. Ja, ganz komisch. Details. Einheiten. Nee, Fracht. Sprungzellen. Habe ich irgendwas eingesammelt? Oder... Was ist die Balor? Ist das die Frage? Na, Balor, komm, gib Schubrakete, das ist ein Minenfeld. Geht das nicht schneller? Schneller! Oh, überall Minen. Die warten bloß drauf, dass irgendjemand reinfliegt.
Oder vielleicht weiß die Balor, dass da ein Minenfeld ist und versucht da gekonnt außenrum zu navigieren. Könnte natürlich auch sein. Aber es werden immer mehr Minen. Oh, da kommt eine Mine. Schieß die Mine ab. Schieß halt. Oh, könnte gefährlich werden. Aber das ist noch weit genug entfernt, oder? Oh, 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 oh. Ja, zum Glück. Asteroid. Ja, fliegt. Zum Glück knapp vorbei. Ja, die hat es heute irgendwie nicht eilig, die Balor. Zum Glück sind jetzt wirklich keine Xeno unterwegs. Oh, doch, da unten, ne? Hm. Balor. Na, Befehl. Bring mich zu, wähle Distrikt 5, Schusswerft. Verstanden. Geht es jetzt schneller? Oder nicht? Ist jetzt die Frage. Auch nicht wirklich. Ja, die Balor lässt sich wirklich Zeit. Warum fliegt er nicht schneller? Nee. Komisches Schiff. Ja gut, dann. Ja, wir sind eh schon am Ende der Folge angelangt. Dann würde ich mal sagen, war's das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und verabschiede ich mich mit einer kleinen Timelapse-Aufnahme zum Ende dieser Folge. Und ja, würde ich mal sagen. Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play X-Rebirth. Also macht's es gut, bis dann. Ciao.